Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist Sonntag, es ist wieder soweit. Ich bin wieder in Kalifornien und zwar in der Nähe von San Francisco auf einer der größten Auto-Auktionen der Welt. Es ist so groß, dass es sogar live im amerikanischen Fernsehen übertragen wird. Ich schaue mir mal ein paar Autos an. Ich habe Bock auf neue Autos. Es ist so riesig hier. Es ist auf einem mega viel, also Golfplatz. Und dann haben wir hier alle Autos da. Wir haben Vorkriegsmodelle, wir haben amerikanische Pickups. Wir haben alles, was Rang und Namen hat, haben wir hier. Vielleicht finde ich das ein oder andere Auto. Und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr hier in Amerika seid und so ein Auto einfach so ersteigert. Und da vorne steht schon ein 720er. Das Geile ist, genau daneben steht ein alter Chevrolet. Also das heißt, es ist hier völlig Queralphabet. Das Auto hat Nummer F186. Und hier stehen dann auch die Daten drauf, wie viele Kilometer das Auto hat, Fahrgestellnummer und so weiter. Und dann auch die Ausstattung. Und dann steht hier Estimate, also hier ist ein Mindestgebot von $250.000. Es wird erwartet, dass das Auto für 275.000 Dollar mindestens weggeht. Aber damit ist es ja nicht getan. Da musst du noch das Auto nach Deutschland verschiffen, dann musst du das Auto in Deutschland verzollen, Einfuhrumsatzsteuer zahlen und so weiter und so weiter. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal ein paar Autos an, was für mich in Frage kommen würde. Ein McLaren? Nein. Weiter geht's. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Ich bin ein kleines Kind. Ich gehe mal zurück. Ich bin jetzt 9 Jahre alt. Bin in einen Spielzeugladen. Damals bei uns in Bielefeld Toys R Us. Haben wir gefeiert. Okay? Und dann stehe ich vor der Wand, wo alle Autos stehen. Und dann sagt meine Mutter, such dir 2 Autos aus. Samuel, was würdest du da machen? Ja, aber was? Könntest du dich so schnell entscheiden? Nee. Ja, siehste. Siehste, das meine ich doch. Auch geil. Guck mal, da steht ein T1. Ein Samba auch noch. Komm, wir gucken mal, ob der Original ist. Hier muss ja echt drauf aufpassen, ob das ein Original-Samba ist, ne? Weil es können hier auch, es kann natürlich auch ein Mexiko-Import sein oder Brasilien-Import. Da musst du drauf Acht geben, dass es ein Original-Samba ist. Das ist aber auch gar kein Samba. Das ist ein Volkswagen T. Das ist doch kein T2. Da steht Type 2. Das ist falsch. Das ist ein, ach so. Komm mal her, guck mal. Das ist so. Herzlich willkommen in Amerika. Guck mal, was sie da gemacht haben. Ey, das ist so, das Auto tiefer gelegt und dann hier extra noch mal Lüftung. Ey, das ist doch eine Vergewaltigung für dieses Auto. Und wisst ihr, was sie für das Auto verlangen als Mindestpreis? $80.000 Mindestpreis. Ey, da würde ich lieber die $80.000 nehmen und würde mir eine Rohkarosse von Ferrari holen und mir das in die Garage stellen, bevor ich das Auto in die Garage stelle. Ey, chill out, bro. Chill out, my boy. Chill out, bro. Why you mad, dog? Hey, why you mad, dog? Und Testarossa in schwarz-schwarz. Dreh dich, guck mal da. Ganz, ganz selten, Alter. 12-Zylinder, so wie es sich gehört. Sauger, so wie es sich gehört. Schalter, so wie es sich gehört. 39.000 Meilen. Mindestpreis $100.000. Das ist ein Auto nur zum Angucken, ein schreckliches Auto zum Fahren. Guck dir das mal an. Schön in Giallo Modena, Ursprungsfarbe von Ferrari. Mehr geht doch nicht. Das sind 275 GTB Berlinetta, Mindestpreis $3 Millionen. Erwartet werden $3,5 Millionen. Da bin ich mal gespannt, ob die Kiste geht. Weil das ist immer so eine, wie in Paris auch, immer so ein Gefühl, wie der Markt sich entwickelt. Hier bin ich echt gespannt. Aber einer meiner Lieblings-Ferraris, ich liebe dieses Auto, ist der da. Das ist der Lusso und nicht der GTC4 Lusso, nein, das ist der echte Lusso. Und guckt euch mal die Schnauze an, das ist wie ein Hai vorne. Okay. Und jetzt guckt euch mal den Interieur an. Die Tachoeinheit, mein Drehzahlmesser und mein Tacho ist in der Mitte und alle anderen Anzeigen, Uhr und Sprit und so weiter, ist da, wo normalerweise mein Tacho ist. Und diese Verarbeitung, also das Auto ist ein Genuss. Das ist einfach ein Genuss. Ich habe noch nie so ein Auto auf der Straße gesehen, ehrlich gesagt. Ein Ferrari 212.
Zwölfzylindermotor, Fünfgangschalter, aber Mindestpreis $700.000. Also, ist okay. Aber leider ein Rechtslenker. Auch so ein Auto, wo du nichts mit falsch machen kannst, ein 330 GTC. Der 330 GTC ist immer im Preis unheimlich immer hoch und runter gegangen. Der war mal knapp bei 1 Million, dann ist er wieder runtergefallen auf 600, dann ist er mal runtergefallen auf 500.000 und jetzt $600.000 Mindestpreis. Mindestpreis. Ah, der Dollarkurs ist auch gerade stark, ne? Also es lohnt sich für die Europäer gar nicht so richtig, hier heute einzukaufen. Dino, da habe ich eine geile Geschichte für euch, was den Dino betrifft. 2008, als ich immer Autos in Amerika eingekauft habe, stand ich vor so einem Dino und da war 1 Euro circa 1,60 Dollar. Alles war günstig. Das war kein Problem, Autos zu bekommen. Du hattest Probleme, Container zu bekommen, um die Autos nach Deutschland zu verschiffen. Dann stand ich vor so einem Ferrari Dino. Ja, GFK-Karosse, kein Ferrari-Label. Damals konnte ich es kaufen für $80.000. Das heißt, umgerechnet wäre das Auto in Deutschland für circa 50.000 bis 60.000 Euro. Und jetzt Mindestpreis? $650.000 Mindestpreis. Da würde ich mal sagen, das war eine klassische Fehlentscheidung. Ah, guck mal, da steht auch ein Auto, was ich selber in meiner Sammlung habe. Mal gucken. Hier. Ein Außenheli. Ein BJ8 ist das. Ich habe einen BJ7. Das ist der allerletzte Außenheli, der produziert worden ist. Schon mit Handschuhfach und so weiter. Und ich habe den als BJ7, einen Vorgänger. Und damit bin ich diverse Rallyes gefahren, ehrlich gesagt. Und der hat hier einen Mindestpreis von $50.000. Mindestpreis. Und ich habe den auch 2008 in Amerika gekauft. Und ich habe den immer noch. Ich fahre das Auto extremst gerne. Bin damit sogar durch China. Von Peking nach Shanghai bin ich sogar damit gefahren. Blenden wir euch mal ein paar Bilder ein. Das ist die Datsun-Ecke. Ich habe immer schon, seitdem ich im Autobereich tätig bin, wollte ich mir immer so einen Datsun holen. Vor allem die allererste Serie. Die haben Chromstoßstange und die haben hinten eine geteilte Heckklappe. Einmal die Heckklappe und dann nochmal so eine Scheibe drin. Die sind sehr beliebt, aber die sind auch alle weggegammelt. Ich sehe hier auch keinen. Warte mal, 72er, der muss noch älter sein. Der hat hier die Heckklappe und dann hat er hier auch noch mal eine Scheibe drin. Die sind so selten, da steht hier noch nicht mal einer. Und das ist in Amerika, waren die Verkaufsschlager. Du kriegst ein gutes Auto so für $25.000. 2008 hast du ein perfektes Auto noch gekriegt für $6.000. Hier sozusagen die ganz exklusive Ecke. Hier haben wir einen LaFerrari. Bin mal gespannt. Mindestpreis 2,7 Millionen Euro, Dollar. Also das ist schon krass. Also jeder, der denkt, okay, wenn ich hier das Auto für 2,5 Millionen Euro schieße, dann bin ich happy. Nein, da kommt noch extrem viel Gebühr zu und die musst du zahlen, bevor du das Auto überhaupt bekommst. Ein GT. Jetzt kommt die Ecke, Desaster-Ecke. Ich sehe da hinten schon. Geht mal ein paar Folgen zurück in Paris, da steht nämlich ein Speedtail. Das ist so ein Katastrophenauto. Bin mal gespannt, warte mal. Welche Nummer ist das? Das ist Nummer 87, ich hatte ja Nummer 30. Und der will haben, also Mindestpreis 2,5 Millionen Dollar, Schätzpreis 3 Millionen Dollar. Völlig utopisch wird dieses Auto nicht erzielen, das garantiere ich euch. Weil der Speedtail einfach null Emotionen hat, nur ein Auto ist für geradeausfahren, Kurven, vergiss es. Und dieses Auto hat nur ein Feature, was er von dem Vorgänger, wenn man das so sagen kann, übernommen hat, sind die drei Sitze und ein Sitz in der Mitte. Okay? Und die beiden sitzen hinterhalb. Und das Auto konnte McLaren USA nie offiziell verkaufen, weil USA sagt, also in Amerika ist eine Vorschrift, jeder Sitz im Frontbereich braucht ein Airbag. Und das Auto hat nur einen Airbag, nur den Fahrer-Airbag. Und dann hat er Seiten-Airbags, aber keine drei Front-Airbags. Deswegen musste das Auto immer durch Einzelabnahme importiert werden. Ein offizieller McLaren-Händler durfte dieses Auto nie als Neuwagen an einem Kunden verkaufen.
Und hier sind die Gold Barras only. Das heißt, hier musst du extra Eingang, Eintritt zahlen oder du musst in ein spezielles Club sein, dass du hier vorne sitzen kannst. Und da hinten sind sozusagen die normalen Sitze. Jetzt kommt ein anderes Auto, ein Vorkriegsmodell. Da wird es hochgefahren. Und jetzt geht's los. Und da oben könnt ihr sehen, was er bietet. Es ist doch krass, was hier abgeht. Du kannst doch gar nicht mehr hören, so richtig, was los ist. Es ist unglaublich. Und eine Sache, die Autos fahren ja immer hier rein. Guck mal, die sind schon aufgestellt jetzt für morgen. Wir haben ja euch eben ein bisschen eingeblendet, wie das abgeht. Der sitzt ja da vorne und macht. Da hast du nur noch. Die Zahlen hörst du gar nicht. Deswegen wird das oben digital angezeigt. So schnell spricht der. Erst wird das Auto kurz vorgestellt von einem anderen und dann fängt der Auktionator an, die Zahlen rauszuwerfen. Und das hängt auch extrem viel ab, wie dein Auto verkauft wird, wie der Junge da oben drauf ist. Pusht er? Hat er sein Publikum im Griff? Kann er die noch mal triezen? Oder macht er $10, $12, $13 oder macht er so, $10, komm, ich will noch mehr, $11, $11, da hinten $13, weißt du, da kommt viel mehr rein und deswegen spielt eine ganz große Rolle, wenn du dein Auto zur Auktion abgibst, wer da am Mikrofon sitzt. So, der Sitzplatz spielt auf jeden Fall eine Rolle, je näher du dran sitzt, dann kannst du das Auto dir nochmal anschauen, aber hier sind wir in einer glücklichen Situation, dass du dir das Auto draußen richtig anschauen kannst. Und es ist auch immer ein Aufkleber drauf, dass die Schlüssel bei den Manager sind. Da kannst du nochmal den Manager holen, dann macht er dir das Auto auf. Du kannst nochmal die Innenausstattung dir anschauen. Du kannst dir eventuell auch die Motorhaube aufmachen, den Motor anschauen, Karosseriezustand anschauen. Aber du darfst das Auto nicht Probe fahren. Das geht nicht. Das geht nicht. Vielleicht, wenn du richtig Glück hast, darfst du das Auto einmal starten. Das darfst du machen. Und jetzt kommt man mit in die Ecke, die jetzt echt spannend wird für eure Kinder. Und da könnt ihr mal in die Kommentare reinhauen, was kosten wohl solche Autos? Guck mal, hier ist ein F40, der fängt ab $0 an. Und wenn du Glück hast, kannst du ihn für $10 ersteigern. Aber die gehen hoch, die gehen richtig hoch. Und hier hast du den legendären Ferrari California. Jetzt gehen wir noch mal raus und dann werde ich euch mal ein Auto zeigen, worauf man achten sollte. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it takes. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. So, bei dem Mach 1, wir müssen natürlich jetzt immer darauf achten, bei den Amis, wenn wir wollen, einmal die Spaltmasse uns anschauen, einmal die Lackierung uns anschauen, ist die Lackierung gerade, also keine Läufer, keine Silikonlöcher oder sonstiges. Dann gucken wir uns einmal natürlich die Räder an, wie die Räder sind, aber das ist das wenigste Problem, die Räder kannst du immer wieder neu machen. Und dann immer hier runtergreifen, gucken, wie es ist, aber das Auto scheint ein Frame-Off-Restauration zu sein. Der hat sogar eine Akte da, dass er eine Bilder, also dass er Dokumentation durchgeführt hat, wie er das Auto restauriert hat. Deswegen kannst du hier nicht viel falsch machen. Und dann hat er innen auch alles neu gemacht. Das kann man sich hier auch genauer anschauen. Und man kann hier die Chromleisten sich anschauen. Oben die Regenrinne, ganz wichtig. Die musst du dir immer anschauen, ob die vergammelt ist oder nicht, weil das verursacht extrem viel Arbeit. Und dann guckst du die einfach mal, okay, beim US-Auto jetzt nicht so krass, aber da guckst du dir die Spaltmaße an. Und selbst hier siehst du, dass hier ein Lackplatzer ist. Hier auch, da vorne auch. Und das sieht mir aus wie so eine typisch amerikanische Restauration. Gut gemacht, aber für deutsche Verhältnisse würde ich jetzt ein 3 für das Auto geben. Aber wenn ich jetzt hier Fotos an meinen Kumpel schicken würde und sagen würde, ey, das Auto sieht so aus, komm, biete auf das Auto, dann sieht das Auto allglatt aus. Aber wenn du näher rangehst, siehst du, dass die Dachrinne nicht sauber gearbeitet worden ist, dass die Kanten hier schon, dass die Kanten schon wegspringen. Und der will hier haben, das ist unglaublich. Das ist ein Mustang Boss 429 Fastback, Mindestpreis $325.000. Ich würde mir das Auto nicht mehr anschauen. Das Auto wird, ist, keine Ahnung, ich bin da, da bin ich raus. Ich bin kein Auktionsfreund, ehrlich gesagt. Also Autos verkaufen über Auktionen nie wieder, weil der Gewinner ist immer der Auktionator. Und die wissen ganz genau, wie sie die Verträge mit dir zu machen haben, dass die auch immer nur gewinnen. Aber Autos kaufen könnte man immer probieren. Das ist hier ein Shelby 500, also $200.000 bis $250.000. Es ist okay, aber es ist ein Replika, es ist kein Original. Definitiv nicht.
definitiv nicht. Siehst du auch hier an die Lampen und so weiter. Die wissen ja auch, wie sie dich packen, wie sie dich kriegen. Und das ist viel auch mit Emotionen hier verbunden. Das heißt, du sitzt da, da kommt dein Traumauto und dann fängst du an zu bieten, bieten, bieten. Und dann hältst du auf einmal wieder dein Zettel hoch und dann hast du das Auto gewonnen, dann kommen noch die Gebühren rauf. Ich rechne mal jetzt zusammen. Ich ersteige hier ein Auto für $10. Da muss ich ungefähr 10-15% an den Auktionator zahlen. Dann muss ich 10% Zoll in Deutschland zahlen, das wären schon mal 20-25%. Dann muss ich die 19% Einfuhrumsatzsteuer zahlen bei Neuwagen, bei Oldtimer sind es nur 8%. Und dann habe ich die Transportkosten und dann habe ich in Deutschland noch die Umbaukosten, damit ich die deutsche Zulassung bekomme. Ich kann nur raten, wenn einer hier ein Auto ersteigern möchte, ist hier völlig falsch. Weil diese ganzen Autos hier, die ich hier jetzt sehe, die ganzen Mustangs und so weiter, die kriegst du in Deutschland auch easy, entspannt. Aber da hinten, wo die Ferraris stehen, und das sind einfach Ferraris, die so selten sind wie der Lusso zum Beispiel, einer meiner Lieblings-Ferraris, wenn der perfekt ist, wenn der gut ist und von Historie her gut ist, dann lohnt sich so ein Auto, weil so ein Auto kriegst du in Europa selten. Aber das ist auch eine ganz andere Liga an Geld. Und das hier kenne ich auch nicht, die haben hier nämlich noch eine Spezialecke, wo die Autos, die nicht versteigert worden sind, die kannst du hier nochmal nachträglich verhandeln. Und da komme ich ja natürlich ins Spiel, ne? Also da ist zum Beispiel hier ein Macquarie Custom, Höchstbietender war $40.000, aber der hat seinen Mindestpreis nicht erreicht. Da kannst du jetzt hierher kommen und sagen, weißt du was, ich habe mir das Auto angeschaut und für $25.000 oder $30.000, je nachdem, würde ich das Auto nehmen. Dann kriegst du sozusagen einen Vorkaufvertrag, wo du dich dazu auch verpflichtest, das unterschreibst du, dann verbinden sie sich mit dem Besitzer und sagen, du hör mal zu, wir haben hier einen, der bietet $30.000 für dein Auto, ja oder nein? Und wenn er ja sagt, dann rufen sie dich an, sagen, okay, gebongt, sold, aber dann fallen trotzdem die Gebühren an. Das darf man nicht vergessen. Auktion hin und her und so viel Show hin und her. Meins wird's nie, ich gucke mir ein Auto an, ich verhandle direkt mit dem Besitzer und ich kaufe es oder ich kaufe es nicht. Für mich wird es Auktionen nicht wieder geben nach der letzten Geschichte in Paris. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Lasst mir ein Like da und haut mal in die Kommentare rein, was ihr von solchen Auktionen hält. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao!